Hallo, das ist ein Video für vegane Anfänger und ich zeige euch mal, was wir heute alles eingekauft haben, also einen schönen Food Haul, was wir heute so gekauft haben für unsere Familie zu essen. So, ich zeige euch mal, was wir heute alles bekommen haben. Die Alexander und ich essen seit einigen Tagen sehr viel Rohkost. Wir sind da, glaube ich, bei so 95-96%. Und ja, mussten jetzt mal unsere Vorräte wieder ein bisschen auffüllen. Wir haben noch ein bisschen was da, aber ja, ich zeige euch mal, was wir bekommen haben. Wir waren heute hauptsächlich beim Lidl, haben noch eine kleine Sache beim Biomarkt mitgebracht und eine ganz kleine Kleinigkeit noch beim DM. Ich fange mal an, um zu zeigen, was wir denn so geholt haben. Und dazu fange ich auf der linken Seite an. Wir haben hier so kleine Datteltomaten, die finde ich immer super lecker. Die kann man so snacken, die kann man mit geteilt in Salat geben oder ganz. Finde ich immer super, die waren sehr günstig. Ich glaube 99 Cent die Packung, ist nicht bio, aber schmeckt sehr lecker. Dann war hier auch im Angebot Kultur Champignons braun, die mache ich dann heute Abend an den Salat. Blattpfirsiche haben wir mitgebracht, zweimal einen Feldsalat, den packe ich auch nicht aus dem Plastik. Der hält bei uns am besten, wenn ich den so in den Kühlschrank lege, genau wie die Romana Herzen. Die halten auch ohne das Plastik ganz gut, da haben wir auch einige Packungen gekauft. Das sind so die Lieblingssalate, die wir momentan essen, Romana Salat und diesen Feldsalat. Dann eine Packung Trauben. Da nehmen wir immer die kernlosen Trauben, weil unsere Kinder die mit den Kernen nicht mögen. So sind Kinder halt, wobei die mit Kernen wahrscheinlich etwas gesünder sind. Hier habe ich Bio-Paprika genommen. Da habe ich schon die Verpackung abgemacht. Das kann man ohne Plastik sehr gut im Kühlschrank aufbewahren. Genauso wie hier Bio-Äpfel habe ich gekauft. Passionsfrucht, das isst die Alexandra ganz gerne. Und Bio-Birnen. Dann war heute auch im Angebot eine ziemlich reif aussehende Ananas. Die werde ich dann schneiden und dann ja so quasi, vielleicht mache ich mein Ananas-Bananeneis nachher im Mixer. Mal sehen, ob das was wird. Bei uns hat der Lidl, ich habe aber jetzt gehört, dass es nicht bei jedem Lidl in Deutschland ist, diese Bio-Bananen zum Glück nur in dieser, mit diesem kleinen Banderole da beklebt. So. Und wir hatten richtiges Glück, dass die heute halbwegs reif waren. So können wir dann gleich weiter essen, weil wir haben keine einzige Banane mehr da. Und wenn wir dann erst eine Woche warten müssten, dass die reif ist, wäre doof. Dann habe ich schon öfters mal auf Instagram gezeigt. Wenn euch das interessiert, guckt mal bei uns auf Instagram vorbei. Rohe Energie heißen wir da. Das glutenfreie Mehl, die Universal-Backmischung vom Lidl, ist perfekt. Damit kann man auch Pizza machen. Und da muss man einfach nur diese Bedienungsanleitung hier befolgen. Dann klappt das ziemlich gut. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal eine Pizza macht, probiert das mal damit. Verdaut sich deutlich besser. 4 Avocado. Ich habe natürlich mal geguckt, dass sie so halbwegs okay sind. Sie fühlen sich gut an. Ich glaube, die lege ich auch gleich in den Kühlschrank, weil bei den Temperaturen hier, da kippen die ganz schnell um. Spitzpaprika, auch ein Bio bekommen. Das sind Bio-Salatgurken und da nehme ich das Plastik immer sofort ab, weil die fangen an im Kühlschrank sofort dann irgendwie zu schimmeln oder lätschig zu werden. Ich habe die auch nochmal abgewaschen, weil die so ein bisschen dreckig waren. Jetzt sind die wieder gut und die kommen gleich in den Kühlschrank. Zucchini gab es ganz lose. Haben wir auch einiges mitgebracht, dann so für Zucchini-Spaghetti momentan oder halt auch um Soßen zu machen da draus. Dann hier Lauchzwiebeln haben wir auch noch mitgebracht, die sind auch nur mit so einem Gummi hier zusammengehalten. Ja, und das war's jetzt vom Lidl. Dieser Lidl-Einkauf hat um 55 Euro ungefähr gekostet, so das Klopapier und so habe ich jetzt nicht mitgefilmt. Finde, es ist ein guter Preis für die Menge an Obst und Gemüse. Und kalorientechnisch ist das jetzt nicht besonders viel. Wenn man jetzt viel Sport macht, so muss man natürlich noch Reis dazu essen, Kartoffeln. Aber wie schon gesagt, wir essen halt momentan sehr viel Rohkost. Essen wir dann nicht so viel mit Stärke. Dann waren wir noch im Biomarkt, um was auch für unsere Kinder zu kaufen. Die essen sehr, sehr gern, wir auch, momentan nicht so viel. Räuchertofu von Taifun, das ist für uns der leckerste, der schmeckt so gut. Man sieht das hier auch, oder wenn man von der Seite sieht man es nicht so, der ist richtig so angebraten. Also der ist nicht nur geräuchert, ich weiß nicht, wie die das machen. Vielleicht kann ich irgendwo mal dahin fahren und mir das mal angucken. Die sind, glaube ich, in Freiburg. Das schmeckt so lecker, ich sag's euch, das ist unser Lieblingstofu. Und dann habe ich mal mitgebracht, das haben wir noch nicht probiert, so Mini-Wiener aus Tofu, die kann man wahrscheinlich in heißes Wasser legen und die so ein bisschen essen wie so Wiener Würstchen. Und dann habe ich meinen Sohn gebeten, mein einer Sohn, ihm nochmal das hier zu kaufen, das hat ihm so gut geschmeckt. Das sind Glückssterne aus Hokkaido-Kürbis mit frischem Tofu, das schmeckt sehr gut, wenn man das anbrät.
Und dann haben wir noch hier Energietaler auf Gemüsebasis mit Sprossen und Tofu. Das schmeckt auch sehr gut. Dann haben wir noch eine Sojasauce gekauft. Die hatte ich noch nie, eine Tamari-Soße. Die ist dann aus Soja wirklich gemacht und nicht aus Getreide. Ist also eine glutenfreie Soße. Hier steht es auch drauf, glutenfrei, glutenfree. Und die schmeckt sehr gut. Da halt nicht zu viel von verwenden, weil 100 Milliliter haben da 13 Gramm Salz, also immer nur mal so ein Teelöffelchen oder ein Esslöffelchen irgendwo ranmachen, aber daraus kann man sehr lecker Soßen machen. Dann habe ich entdeckt, das habe ich noch nie gesehen, Sonntor hat jetzt einen Sprossenmix in Bio und damit werde ich gleich ein paar Sprossen ansetzen, wie man Sprossen macht. Das Video kann ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Das ist einer unserer erfolgreichsten Videos, voll lecker frische Sprossen zu machen. Nur mal, um euch das mal zu zeigen, wie das aussieht. Nach drei Tagen sehen die Sprossen im Sprossenglas so aus und die werden heute Abend auch geerntet und im Salat gegessen und der Rest kommt dann in den Kühlschrank in einem luftdicht verschlossenen Gefäß und dann kann man das einige Tage im Kühlschrank aufbewahren. Und dann habe ich noch Hefeflocken gekauft. Das war dann hier super gut, damit kann man so Käse nachmachen und schmeckt halt sehr, sehr lecker. Und dann haben wir hier noch dieses Blumenbrot gekauft. Das habe ich bei dem Kanal von Stefan, der heißt auf Instagram Vegane Zeit. Ich kann euch den Instagram-Kanal von ihm mal unten verlinken. Der ist öfters gezeigt. Das ist mit Hafermehl, Reismehl, Meersalz, ja, also quasi ein glutenfreies Brot. Das haben wir für unsere Tochter gekauft, weil die verträgt Gluten nicht so gut. Dann habe ich noch hier gekauft Gomasio, das ist so ein Sesam mit Meersalz und das schmeckt auch total lecker, um was ja, zu würzen, Soßen zu machen, das ist total gut. Bevor wir jetzt auch noch gleich zum Leinöl kommen, bei den DM-Einkäufen, wollte ich nur zeigen, wir haben jetzt auch neue Omega-3-Kapseln hier. Die sind mit DHA und EPA, das ist für Veganer sehr wichtig, diese Fettsäuren zu haben. Viele oder manche Leute können das nicht gut umwandeln aus Leinöl, Leinsamen oder Chiasamen oder Hanfsamen. Deswegen, ich bin da gerade ein bisschen am Rumexperimentieren. Ich nehme gerade von denen hier zwei am Tag und habe das Gefühl, dass sich mein Gewicht deutlich besser reguliert. Ich halte dich da auf dem Laufen. Ich werde in den nächsten Wochen oder Monaten nochmal ein Video drüber machen. Aber jetzt kommen wir mal zu den DM-Käufen. Eine Kleinigkeit haben wir da auch geholt. Ein Leinöl. Das ist jetzt natürlich nicht das hochwertigste Leinöl, was es gibt. Bei Alnatura kann das immer aus, glaube ich, aus Kasachstan. Das hier kommt aus, wenigstens aus der EU-Landwirtschaft. Woher das genau kommt aus Europa, finde ich jetzt auch nicht. Es gibt deutlich im Biomarkt deutlich bessere Leinöle, aber das ist mir dann doch teilweise ein bisschen zu teuer. Dann hier Kakao haben wir noch gekauft für unseren Chia-Pudding, den wir momentan machen. Das Rezept verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Und dann noch Kaisernatron, um mal einen Basenbad zu machen oder halt auch sich ein Deo selber zu machen. Da haben wir auch ein Rezept zu schon gemacht oder ein Tutorial. Da findet ihr auch den Link unten in der Infobox. Ja, das war der komplette Einkauf und ich wünsche euch ganz viel Spaß selber beim Einkaufen. Jetzt muss das alles erstmal weggepackt werden. Wir haben es jetzt ziemlich warm gerade. In der Küche ist immer so einer der wärmsten Orte. Ich muss das jetzt mal alles wegpacken, damit nichts davon kaputt geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und ja, es freut mich sehr, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich hoffe, es interessiert euch. Wenn ihr weiterhin solche Food Hauls sehen wollt, ich denke mal, es ist langweilig für euch, aber ihr schreibt immer, es wäre so interessant. Schreibt doch mal bitte unten in die Kommentare, ob wir mehr so machen sollen oder ob das für euch langweilig wird. Ansonsten machen wir das halt jetzt bei jedem Einkauf, wenn euch das weiterhilft. Ja. Ich suche noch eine Möglichkeit, irgendwie zu zeigen, was wir denn immer so essen. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit die Kamera mitzuschleppen, aber mir wird schon noch was einfallen. Und ja, bis bald und tschüss.